Wo bist du denn? Ah ja, gut. Dann gehen wir jetzt mal zum Discovery Land. Welcome to Discovery Land. Ja, und welcome Ender Dragon. Ja, ich bin gekommen. Ich hatte gerade Internetprobleme kurz. Ja. Jetzt ist das Audio auch aus, aber. Ich gehe mal zum Discovery Land schon mal. So, was haben wir hier? Hier ist Ripley's Barbecue Xenomorph Ribs. Sehr schön. Sehr lecker. Und hier sehen wir die Nautilus. Auch sehr schön. Du bist aber das ne? Ja, bin ich ja. Ich stehe vor dem Eingang von Space Mountain. So, das ist jetzt die Mission, die wir machen. Space Mountain Mission 5. Und ich mache ein schönes Rundumblick, damit wir das mal von außen sehen können, diesen Dom. Hier ist eine Kanone. Was damit passiert, das werden wir gleich sehen. Und hier wird dann die Station sein. Und hier haben wir noch eine kleine Kuppel. Wo ein Enderdwellenlauf steht. Hier oben. Und da ist der Ausgang. Bin hier oben drauf. Und jetzt gehen wir mal in die Kuppel rein und gucken, was uns erwartet. Space Mountain Adventure to the Moon. This ride uses audio. For the best experience, set brightness to 30. Mach ich. Grafikeinstellung. Ach komm. Nur 50%, das reicht mir aus. So. Oh, jetzt verändert sich die Musik. Jeder kennt bestimmt die Melodie von Space Mountain. Oh Gott. Ah, jetzt geht's wieder. So. Ja, ich gehe dann nach vorne. Okay, ich bin und dann das ist der Dom, wo wir dann reingeschossen werden. Warte schon hier hinten, ne? Ja, ich genieße noch ein bisschen die Warteschlange. Ja, so, das ist der übrig gebliebene Teil der alten Warteschlange von den ehemaligen Space Mountain. Das sieht halt sehr hässlich aus, kann man sagen. Ja. So, Station, das ist der Abkürzungsweg, aber wir gehen natürlich noch hier erstmal in diese Kuppel rein. Die ich euch gezeigt habe, hier gibt es nämlich schöne Dinge zu sehen. Hier schön Planeten oben. Und hier unten, hier kommt raus. Hier unten ist halt die Columbus Cannon 4 Prototype. Also das hier ist die schöne Kuppel. Gehen wir mal hier raus. So. Und dann können wir hier direkt zur Station gehen. Das ist hier die Eingangsstation von Space Mountain. Da ist der Exit, da ist die Bahn. Und er sitzt ganz hinten. Und ich werde mich vorne hinsetzen. Und wir starten das Ganze. Moment, ich gucke mal, dass der Audio-Server anders wird. Und man hört Audio, das ist super. Oh, jetzt sind wir nämlich in der Kanone, Freunde. Wir sind jetzt in der Kanone. Oh je. Oh shit. Langsam gehen wir nach oben. Oh shit, nein. Ich will raus. Ich will raus. Nein. Oh Gott. Und los geht's. Alter. Oh, 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 oh. Wenn ich nichts sage, dann bin ich schon ohnmächtig geworden. Hui. Fertig muss mir ist gleich übel am Ausgang. Wie hier schon öfter. Öfters. Hui. Ah, es geht nochmal hoch. Nein, es geht nochmal hoch. Oh nee. Nein. Was ist das? Das ist der Mann im Mond. Immer noch nichts. Es ist dunkel. Und es geht weiter, oh je. Hui!
Ah, wann ist denn? Ich hab mir schlecht. Ui, lol. Was ist das für ein Sound? Und jetzt kommen wir sozusagen aus dem All wieder. Jetzt sind wir wieder angekommen. Bei der Musik, ey. Da. Ja Leute, das war's. Eine sehr, sehr schöne Fahrt. Diese Fahrt werdet ihr übrigens in CW 2.0 auch erleben können. Ja, ich bin schlecht. Oh Gott, ich kann nicht mehr bewegen. Oh, da musst du mich voll reiern. Das waren neue Klamotten. Ich hab doch gesagt, mir ist schlecht. Ja, aber da musst du nicht zu mir herkommen. Das hab ich ja angeguckt. Und deine Körperflüssigkeiten bei mir verteilen. Also hier gibt's auch wieder ein Fahrtfoto. Schön. Fahrtfoto. Und hier ist der Ausgang. These are not the items you're looking for. Achso. Die Zeiten Star Wars Spruch nachgeahmt. So, dann gucken wir uns jetzt nochmal das Gebiet hier ein bisschen genauer an. Also hier haben wir eine riesengroße Statue. Oh. Da hat man schon gesehen. Hier ist Autopia. Ja, da gucken wir gleich mal hin. So, das ist jetzt hier Hyperion. Das neue Hyperion. Discoveryland Theater, a brand new show. Coming soon is Sheeptacular Adventure. Glaubt Ihnen kein Wort, das kommt nicht. Also hier ist das Theater und hier kann man schön sehen, hier sind die Zuschauerränge. Das Theater. Funny Farm, was wird das? Sehr schön. Ah, das ist doch. So. Und hier auf der rechten Seite, meine Freunde, sehen wir Discoveryland Airport. Ne, Astroport. Was steht hier drauf? Star Tours. Genau, es ist eine Star Wars Bahn. Star Tours Terminus im CW 2.0 wird diese Bahn geöffnet. This is not the ride you are looking for, Muffelhorn. Okay. Und hier ist ein sehr gut gelungener AT-AT. Und hier haben wir die Galactic Cocktails. Miese Trinke! Miese Durstig! Du musst Hunde haben! Miese nichts interessieren! Miese gehen! So, hier in diesem Themengebiet gibt es noch zwei Minispiele. Die können wir leider erst machen, wenn drei Leute sind. Aber ich kann euch schon mal das Äußere zeigen. Vielleicht werde ich später es schaffen. Das ist Autopia. Man kann das auch zu zweit machen, meine ich. Nee, man braucht drei Leute. Hä? Ja. Warte mal, ich krieg mal hier rüber. Hier ist so ein Formel 1 Wagen. Und hier kann man halt das Rennen joinen oder halt lieben. Warte mal, wie viele braucht man? Drei. Steht das da? Nein, das steht da nicht, aber ich hab's schon herausgefunden. Autopia Racer. So, und wenn man dann halt fertig ist, kommt man halt hier raus. Das ist halt hier. Aber hin. Also hier wirst du dann rausgeportet und dann geht's hier raus. Und ja, man braucht mal einfach. Ich kann ja mal die Strecke entlang fliegen, falls es dazu kommen würde, dass wir es nicht mehr schaffen, ein Rennen zusammen zu kriegen. Also hier ist das Startgebiet, dann geht es halt hier los. Das hier sind Boost-Plattformen, damit wird man schneller. Und hier wird man langsamer. Ich kann hier auf der Strecke fahren mit dem Auto. Echt, geht das? Ja. Ich bin hier vorne. Und hier ist halt so ein Spielroboter, dann machen wir das halt mal. Man kriegt sogar Boost und so. Okay.
die ist auch ganz schön groß. Ja, irgendwie ist das Kart ein bisschen langsamer als das andere, ne? Ja. Ach, dann machen wir das jetzt hier nicht. Dann ziehe ich da jetzt einfach durch und wenn es ein richtiges Rennen gibt, dann werden wir das hier mitmachen und mal gucken, ob es so schön kommt. Wenn nicht, seid nicht traurig, denn das wird in CV 2.0, glaube ich, auch wieder drin vorkommen. Und hier ist das Ziel. Und jetzt gewähre ich nochmal einen Überblick über die Bahn, denn das kann nicht jeder sehen. Also wie gesagt, hier geht es einmal in den Tunnel rein. Und dann kommt man hier hinten raus. Und dann geht es hier in Schlängellinien zurück zum Start. Tja, das ist halt der Überblick über die Bahn. Und jetzt gucken wir uns nochmal Star Tours an. Ja, nee, Quatsch. Laser Battle. Laser Game. Das hier vorne los? Ja, das ist das hier. Nee, das ist Shop. You're about to join the laser game. Joining the laser game will walk you to an arena where you will have to shoot other players with your laser gun. Once you join, you get this gun. However, in the shop around the corner, you can also buy other gun types. When the game starts, you get 3 minutes to shoot as many players as you can. You can win. Turrets are machines that automatically shoot players. You can buy them at the shop. So. So, das ist hier der Bar. Da stellt man sich drauf und steht hier im Chat Scotty beam mir ab. Dann wartet man ein bisschen, dann fliegt das rum und dann ist man hier. So, gucken wir uns mal um. Also, hier in die Richtung geht es wieder zu Discovery Land. Hier geht's zum Shop. Gucken wir uns mal hier um, was man hier kaufen kann. Man kann hier, das ist halt der Turret. Man kann sich hier die Laser Machine Gun, die Laser Bazooka und die Laser Shotgun kaufen. Den Basic Turret, den Sniper Turret und den Advanced Turret. So sieht halt der Turret aus und das ist der Advanced Turret, der hat halt rote Flaschen. Ich hab sie gekauft. So. Dann haben wir hier die Bank. Die Space Bank, hier kann man halt, falls man die Sachen da drinnen gelagert hat, kann man die wieder rausholen. Und hier zur Laser Maps, da geht's halt los. Das braucht ein Resource Pack. Oh, das haben wir eigentlich schon. So, und hier kann man halt das Battle Join. Hier die Map Volcano wird als nächstes gespielt, aber wir können das halt nur zu dritt machen. Und wenn ihr mal auf das Scoreboard links, da könnt ihr da wen da an erster Stelle sehen, ne? Da bilden sich langsam aber sicher die Buchstaben Jailproof. Mit ja, Jahre 2276. Ich fahr wieder runter. So, also das ist hier Laser Game. Ich versuche demnächst mal halt Leute zu finden, um das euch auch nochmal zu zeigen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil das wird bei CW2.0 gehen. So, eine letzte Sache können wir hier noch machen. Und zwar gibt es hier noch ein Geheimversteck. Nämlich hier. Doch, das kann ich. Auf den Knopf da drauf, der geht hier im Block vor, kann man hier raus und dann kommt man. Darth Vader must not know about this place. Also ist irgendwas mit Star Wars zu tun. Es ist die Cantina Band, Leute. Die Cantina Bar. Normalerweise müsste man jetzt hier gleich auch die Cantina Musik hören, aber irgendwie. Der Maus war Tortenmusik. Irgendwie will er gerade an mir nicht. Hier geht's weiter. Na gut. Und hier kommt mal runter und wenn man jetzt hier drauf geht, das kann ich mal zeigen. Zack. Da kriege ich hier einmal Vader's Helmet und den Lightsaber Key. Den behalten wir uns mal, den werden wir später nämlich nochmal brauchen. Ne? So.